Servus, kurz und hallo, die K ist wieder dazu. Spider-Man Dimensions. Letzte Folge haben wir Adrian Toomes, aka Vulture, besiegt. Und ich war in der Zwischenzeit etwas offscreen und hatte die restlichen drei Achievements, die mir gefehlt haben. 30 Angriffe, nichts Besonderes. Siebenmal unentdeckt zu werden und halt diese fünf geladenen Angriffe hatte ich dann mal offscreen gemacht, weil es sind Achievements, die ich einfach ja übersehen habe. Kurz und mündig, ich habe euch bereits gesagt, Achievements, die ich übersehen habe, die werde ich, wenn ich Lust habe beziehungsweise die Zeit dazu habe, einfach offscreen nachholen. Achievements, die ich nicht kann oder wo ich keine Ahnung habe, wie sie funktionieren, werde ich natürlich nicht nachholen. Weiter geht's, nachdem wir jetzt in Spider-Man Noir waren, in Spider-Man 2099. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich wäre auf diesen Anfangsgag nicht gekommen und sagte mal herzlichen Dank, Final Messenger 13. Und in diesem Sinne geht's weiter mit dem nächsten Boss hier in Spider-Man 2099. Und um seinen Namensvetter zu zitieren, get over here! Fail. Scorpion! Ich treffe irgendwie nicht die, ich treffe echt irgendwie nicht die Tonlage. Ich habe euch ja so gesagt gehabt, naja. Ja. Wie gesagt, auf leicht Charakterbiografien, Mittelkonzeptgrafiken und auf schwer 3D-Figuren entsprechend. Aber da wir ja den Most Default Schwierigkeitsgrad haben. One of those fragments Alchemax is looking for has been found. Units 94 and 98 en route. All units be advised. Alchemax warns that the fragment may attract freakers or other. What is that thing? Scorpion! Don't move! Hands where I can see them! That can't be good. Kron Stone. I didn't even like this guy when he was human. You didn't say the magic word. May I please have... Don't shake your tail at me when I'm talking to you. Scorpion! Ja, wir haben Scorpion erwischt. Ich bin mal so frei und scroll mal ganz nach unten. Achievements noch gesammelt, beziehungsweise hier 5 mit geladenen Angriffen, 7 Wachen ohne getan zu werden, ohne entlarvt zu werden und hier diese 30 Spinnenattacken. Ich hab's euch ja gesagt. Cronstone, Miguel O'Hara entstand ja bei einem Gainsplicing Experiment durch einen recht tragischen Unfall, wie ich finde. Und naja. Und wie gesagt, das ist es halt. Und ja. Also, wie gesagt, das ist halt die Geschichte um Miguel O'Hara. Dieses Experiment wurde nach dem, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger Fehlversuch, den Spider-Man entstehen ließ, abgebrochen. Und ja, als es wieder aufgenommen wurde, hat man Cronstone, beziehungsweise den Sohn des Alchemax-Chefs, in diese Maschine gesteckt und, wie soll man sagen, ja, den Sohn in die entsprechende Maschine gesteckt. Und was ist daraus geworden? Scorpion. Ist das nicht toll? So, wir müssen wieder irgendwelche Gegner im, wir müssen wieder irgendwelche Gegner in der Schnellsicht besiegen. Man kennt die Schnellsicht mittlerweile. Warum bin ich eigentlich? Ja, man kennt die Schnellsicht mittlerweile. Die wir entsprechend, ja, upgraden können. Beziehungsweise die Regeneration. Bist du gerade gefallen?
heard something. Cover me. What the freak are these? Stay back. You don't know what... Breach warning. Sector 84. Available units to Sector 84. Alarm activated. Was zum Teufel? Scorpion kann Eier legen? Ach, I hope you guys have good health insurance. Ja, geschützte Gegner, die man kennt mit Schild und so. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, Netzschwung ausweichen und rüber. Obwohl funktioniert... Nee. Nee, funktioniert nicht. Ich dachte, es funktioniert. Wie gesagt, das erste Achievement, wir müssen so einen Spinner besiegen. Und nicht nur hier, sondern generell werden diese Spinner noch des Öfteren über den Weg laufen. Soweit ich weiß, ist in Amazing Spider-Man 3 auch so einer. Upgrade-Zeit für mich, 85 von 180. Wir haben noch nicht mal die Halbzeit geschafft. Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Wie? Ist es das, was ich denke, dass es ist? In der Note? Ah, das ist doch sehr schön. Der Netzhieb-Klatscher, einer meiner liebsten Attacken. Ja. Ich zeige euch gleich. Done it. Zack. Hit again! Wep! Na? Ich muss ja erstmal gucken, was für ein Achievement ich hier noch so habe. Also wie gesagt, Scorpion, triff 5 mit Säureeiern, okay, das ist leicht. Lenke 5 gegen schwere Siege-Taten um, das ist auch leicht. Leicht, leicht, leicht. Okay, das ist relativ leicht. Ich glaube, diese, das Achievement mit der Schnellsicht diesmal war, aktiviert die Schnellsicht 10 Mal oder so. Also nichts Besonderes. Aber ich gebe mir trotzdem noch was aus. Ja, ich bin wieder am Rumfehlen, ich weiß. Lasst mich doch. Gesundheitsregeneration ist übrigens für, die meisten, am sichtbarsten für Spider-Man Noir. Also solltet ihr noch nicht gewusst haben. So halbwegs. Erstmal die billigen alle nachkaufen. Ist ja nicht so, dass wir noch nichts gemacht haben hier. Aber wie gesagt, wir haben halt noch nicht alles. Okay, haben wir das erledigt. Hab ich dich. Bam! Ich liebe es. So. Achievements. Relativ einfach. Get back! Get away from me! Eier kaputt machen. Und da vorne ist sogar Kron. Kron Stone. Ja. In diesen Ventilatoren haben wir ein süßes kleines Achievement meistens. Und ja, wie gesagt, wir haben meistens ein Achievement in diesen, beziehungsweise irgendwelche Spinnenembleme oder irgendwelche versteckten Spinnen. Und unser Achievement hier ist es, 10 solcher Ventilatoren zu zerstören. Die Eier hochjagen, recht einfach, einfach mit einem Netzschuss, wie ihr euch erkennen könnt. Now. We'll hurt others if our own. Aha. Okay. Can I get those doors open and follow Scorpion? I bet those scientists can help me. Ich glaube. Hey, this is getting twisted. Das wird lustig. Holy shot. Get around behind us. Auf geht's. Ja. Ich habe gehört, wir müssen hier so ein paar kleine Skorpionchen, so ein paar Eier benutzen. Nicht Eier benutzen, aber generell so ein paar Eier in die Luft jagen. Wir haben hier auch noch, was machst du denn hier?
Oh, oh. Ja, die Viecher sind echt scheiße. Vor allen Dingen, da wir noch das Problem haben, dass diese Eier... Au. Wenn wir zu lange warten, gehen die Eier hoch. Und mit hochgehen, meine ich, der Skorpion verschwindet? Okay. Ah ja, stimmt ja, wir sollen ja entsprechende Alchemax-Patrouillen mit den Eiern treffen. Da war ja was. Hätte ich denn irgendwelche Eier noch zum Umschmeißen? Da, wo sind meine kleinen Süßen? Bam! Es ist doch zum Mäusemelken. Machen wir erstmal das Achievement hier kaputt. Gut, sag ich jetzt schon. Wir haben hier genügend Achievements jetzt hier gerade so ganz freiläufig. Ohne große Probleme rumlaufen. Von daher. Ja, ich bin ein riesen Freund von diesem Netzschwung. Macht so mäßig, so saumäßigen Spaß. Das ist gar nicht mehr fein. Wo war der Ventilator? Da war der Lüfter, genau. Bin ich jetzt so hoch. Okay. Wie gesagt, wir müssen hier 10 Lüfter entsprechend in die Luft jagen. Beziehungsweise die Luft jagen ist immer das falsche Wort, aber generell mit der Säure zerschmelzen. So. Da vorne ist noch ein Alphapax. Osterei. Was ein komisches Achievement. Au. Ich sag mal so, die Eier, die werden später noch ein ganz schönes Problem darstellen. Seht ihr? 42, 43... Zum Glück respawnen sie ja die ganze Zeit. Curses. Wenn wir zu nahe dran stehen, gehen sie entsprechend in die Luft. Meister Omelette hoch entsprechend bekommen. Und wir können natürlich wieder ein bisschen kontern. Konter. Oder so. Zack, zack, x, x. Okay. Das ist einfach. So, nächste Achievements auf unserer Liste. Boom. Boom. Das 5, das 10 Lüfter, logisch. Arbeiter im Public Eye. Kann ich schwitzen? Wir wollen übrigens nicht auf dieses Gebiet da reingehen, weil Säure nicht gut. Nicht gut für die Haut, ganz und gar nicht. So, wo müssen wir dich absetzen? Ach, da oben. Ah, ich glaube, das war sogar die Stelle, die sogar richtig schwer ist. Da ist noch ein Lüfter, den ich haben will. Lüfter geschmolzen. Und hier oben ist die Spinne, habe ich das Gefühl. Nö, nichts. Das ist ja komisch. Ich wundere mich ernsthaft, dass ich hier kein Schnellsicht-Achievement habe. Aber normalerweise müsste ich auch eigentlich ein Schnellsicht-Achievement haben. 45 Spinnenembleme von insgesamt 80 sammeln. Ihr habt es ja gerade gelesen. Mehr oder weniger. Zack. Ich mag diese Viecher, also diese kleinen Spinnen. Momentan ist es ja noch ganz einfach, weil wir nur ein paar in Anführungsstrichen ausgewählte Skorpion-Kreaturen haben, die aus den Eiern schlüpfen. Aber später ist es wirklich so, wenn wir zu nahe, wenn wir wirklich zu nahe dran stehen, dass diese Viecher da im Akkord auf uns zukommen. If I can get the scientists to those consoles, they can open the doors. Da, der nächste. Ich muss ja mal gucken, tut mir leid.
Ich habe Zielstellung für diese Folge ist übrigens, hey, du willst mal nicht eine Dreier-Episode machen, wenn ihr versteht. Na, ihr versteht sicherlich gar nicht. Aber das da unten sieht doch wirklich so aus. Hey, da ist doch was. Wo kommst du denn her? Machen wir die Schnellsicht mal an. Wollen hier rüber, damit ich den Lüfter da unten kaputt hauen kann. Oder auch nicht. Wie mache ich dies? If I can get the scientist to those consoles, they can open the doors. Ich sag ja, es ist ja nicht so. Okay, so mache ich das. Au! Na egal, lass ich den aus. Mal gucken, ist da unten irgendwas Besonderes, was ich mich interessieren könnte. Ja, eine Spinne. War ja typisch! Das gerade da, wo ich nicht hin kann oder soll, etwas ist, was ich haben will. Das war ja wieder typisch! Ich habe mein tolles Glück! Machen wir das dann los. Ich verstehe es nicht. Können wir jetzt irgendwo von hier? Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das Spinnenei unten irgendwo hinkommen. Jetzt habe ich schon das Spinnenei. So. Ach, da haben wir es doch. Ist doch schön. Zack. Du willst nicht. Da, jetzt habe ich dich doch. Für die Spinne mache ich alles. Da würde ich sogar... Nein, würde ich nicht. So, ja, wir wollen jetzt... jetzt können wir eigentlich mal so langsam weitermachen. Ich verschwende ja auch eure Zeit immer so wirklich systematisch. Nicht nur phlegmatisch, sondern systematisch. Unter uns. Zack, da ist der zweite. Schick, schick. Nö, aber ne Blämsen. Und da ist ein Spinchen. Nö, nicht? Ich sehe nichts, ich bin zu blöd wieder. Wie immer. Zack. Au! Aber wie gesagt, das ist etwas komisch hier. Also generell so ein Ding organisch, ich verstehe es nicht. Scorpion ist ziemlich lustig, wenn ihr mich fragt. Kronk will natürlich wieder versuchen.